Gut. Wenn du da ankommst, siehst du einen Typen in einem roten Hemd. Sprich ihn an. Ich sehe keinen Typen mit einem roten Hemd. Oder muss ich vielleicht rein? Ja, ich muss scheinbar rein. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Oh, wow. Das ist dieser Selbstjustizler. Bist du ein Held oder die Geißel der Menschheit? Mann, der Kaffee macht mich total kirr. Hallo? Ist für dich. So ist brav, Neuer. Aber jetzt mache ich dir ein bisschen schwerer. Statt dir zu sagen, wo du hin musst, gebe ich dir ein Rätsel. Bereit? Der Tod kommt dort in vielen Facetten. Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. Der Tod Alter, kommt dort in vielen Facetten. Alter, ich bin so breit von dem Zeug. Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. Ach, ja, schon wieder. Ha! Du glaubst, du kannst überlisten, Shitty Ninjas? Shitty Ninjas, Und Shitty Walk. Glaub nicht, du kannst weglaufen vor Shitty Ninjas. Denn weißt du, Shitty Ninjas haben immer einen Plan B. Du hast viele Feinde gemacht in Staat, Selbstjustizler. Und jetzt? Ah, ja. Du musst dich stellen, allen gleichzeitig. Gruppenführer, Tingiao Ma! Sechstklässler! Raisins Girls! Sie klauen uns unsere Jobs! Krebsmenschen! Haha, Selbstjustizler, alle sauer auf dich! Du bereit machen für Sterben! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Diese Sechstklässler wollten los Titten! Bereit für authentische Shinobi-Action? Ja. Tritt in den Arsch, gefällig? Ich bin es, Wonder Tweak! Dir blitz ich einen! Oh mein Gott, lass ihn in Ruhe! Finger weg von meinem Süßi! Jetzt dieser Ninja. Die anderen Raisins Girls flippen aus, wenn sie wüssten, gegen wen ich kämpfe. Oh nein, nein, nein. Das wird eine Zeitanomalie. Das kann ich mir derzeit nicht leisten, von den Mysterion jetzt zu verlieren. Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden. Nächstes Mal, du umleitenden Schwung von Feind auf Feind! Was schwafelst du? Nimm das! Oh, ich mochte sein Outfit! Du wirst bitter bereuen, was du getan hast! Ihr seid alle so interessant! Anders als die Loser, die wir sonst immer vermöbeln! Lauft zu euren Sturmbunkern! Die Schwester von meiner besten Freundin hat mit ihm zusammen Mathe. Oh, das ist natürlich sehr interessant. Warum verfolgen die Menschen Krebse? Ich mach das, Leute. Ach nein. Als wäre ich auf Vibrieren gestellt. Los, Mensch, beugen nicht unsere Vertragsbedingungen. Hier kommt Mysterion! Au! Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Diese Schurken sind bereit für den Tupper Mac Mark III. Das denke ich mir auch. Ah!
Das lief doch gar nicht mal so schlecht. Ich zeig euch, wie man richtig auf die Kacke haut. Ja! So viel Druck! Hey, so geht man nicht mit einer Lady um! Lady, ja klar. Der ist noch gut, den kann man noch essen! So, jetzt haben wir Mysterium wenigstens wieder auf unserer Seite. Ja, das sieht auch gut aus. Die Freedom Pals werden siegen! Recht bewahren, unschuldige Schützen! Neutralisiere! Das war unausweichlich. Mitch Connor, gut. Okay. Fuck. Was war denn jetzt? Kommt der Tod in vielen Facetten? Tod in vielen Facetten. Das einzige, was ich mir da vorstellen könnte, wäre tatsächlich das Kino. Erinnerst du die Passion Christi? Na, das will ich nicht erinnern. Erinnerst du Sinbad als Genie in Shazam? Ja, nein, tu ich nicht. Ich erinnere. Oder auch nicht. Kommt der Tod in vielen Facetten? Arschlord, ich bin's. Der Tod kommt in vielen Facetten. Was soll das heißen? Wir müssen das Rätsel lösen, Connor zusammen ausschalten und unsere Unschuld beweisen. Und hey, danke, dass du als Einziger an mich glaubst. Das tue ich eigentlich nicht. Hey, ich habe die Ereignisse verfolgt. Ich versuche, Cartmans Position zu bestimmen. Tu erstmal, was er verlangt, damit er keinen Verdacht schöpft. Ja, klasse. Ein Ort, an dem der Tod in jeder Form und Größe erscheint. Geh in den Laden und finde heraus, was dein Preis ist. Was könnte das heißen? Sind Superhelden nicht schon wieder out? Sind Superhelden nicht schon wieder out? Mit diesem Mitch Connor würde ich gern mal eintrinken gehen. Okay, Tod kommt in Größen. Ah, funktioniert momentan auch gar nicht. Ich kann gar nicht mehr schnell reisen. Geil. Freedom Pals, hier spricht Super Craig. Keine Spur von Cartman im Park. Und auch keine Spur von Cartman Raisins. Mosquito, mach keinen Scheiß, raus da! Du denkst, du kannst das Chaos besiegen? Gierige Tau! Jolanta! Der Tod kommt in allen Größen und Facetten. Vielleicht die Abtreibungsklinik? Du bist nicht der erste Promi hier, Verbrechensbekämpfer. Ah, Kondom der alte Ach. Ich hoffe, das hilft. Ja, damit kommen wir nämlich zu Stans Opa. Triff weiter so gute Lebensentscheidungen. Unglaublich, das eins. Also, wenn dein Du zerstörst hier gerade einen zarten Moment. Na klar, einen zarten Moment. Was steht an beim Selbstjustizler? Ich hätte gern ein Selfie mit dem furzenden Selbstjustizler.
Jack Brolin. Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. South Park hat viele Läden. Welcher verkauft den Tod? Unplanned Parenthood. Das wäre so der... Toms Rhinoplasten. Ja. Oder nicht. Oder eben das Kino, wenn es eher metaphorisch gemeint ist. Er verkauft den Tod. Könnte auch die Kirche sein. Oder die Hillvale Farm, wenn man davon ausgeht, dass die Kälber schlachten, irgend sowas in der Art. Der Tod, wer verkauft den Tod? Oder ist es mit Tod, Drogen und gesundheitsschädlich gemeint? Dann könnte man das als Crunchy's Microbrew ansehen, oder? Jimbo's Guns. Weil die ja Waffen verkaufen. Aber an sich, das... Es muss am Planet Parenthood sein. Du bist nicht der erste Promi hier, Verbrechensbekämpfer. Hoffe, das hilft. Einen tollen Tag noch. Ja, danke. Das werde ich haben. Es ist jetzt tatsächlich relativ schwierig. Oder es ist Freeman's Tacos. Fight now! Komm, Jingy! Ich vermisse meinen Hund Patches und sein fröhliches Sabbermaul. Patches hätte mir Kondome gebracht. Oh ja, dieses Lammfell wird ordentlich durchgenudelt. Machen wir ein Vorherbild. Wuhu! Danke dir, du bist... Der Tod in allen Facetten, meint der einen Waffenladen? Ah, also doch, Jimbos. Alles klar, Jim, dann müssen wir zu Jimbos Waffen laden. I sharpen my ninja stuff for nothing. Hey, willst du Nacktfotos von deiner Mom sehen? Aber solche Rätsel sind, ja, meistens nicht besonders spezifiziert, sagen wir es mal so. Da hätten jetzt tatsächlich mehrere Sachen bei rumkommen können. Lasst schwule Fische schwule Fische sein. Klar, dass du das nicht verstehst. Wie könntest du auch? Lasst schwule Fische sein. Die ganze Zeit dieselbe Frage, was wohl der schwule Fisch gerade macht. Das ist meine große Herausforderung. Die Last auf meinen Schultern. Ich muss den Leuten helfen, uns zu verstehen. Weißt du, was ich damit meine? Ja, total. Ah, du hast mein Rätsel gelöst. Bist gar nicht so dumm, wie ich dachte. Siehst du diesen Typ da drüben? Mach ein Selfie mit ihm. Jetzt, oder deine Mom leidet. Verbrechensbekämpfung ist kein Spiel. Deinetwegen stirbt noch mal jemand. Daniel. Okay. Du bist nah dran, Neuer. Aber um mich zu finden, musst du noch ein Rätsel lösen. Ich bin ein Ort, wo Sitze an Ketten baumeln. Teils Wüste, teils Dschungel. Ein Ort zum Taumeln.
Also am Spielplatz. Mann, ich brauche unbedingt so ein Selfie-Foto mit dem furzenden Patrioten. Na, wer will das denn nicht? Danke, kriegst einen Swipe nach rechts auf Kunstagram. Sitzt ja an Kettenbaumeln und so weiter und so fort, ja. Spielplatz. Oh. Du hast nichts zu verlieren, Kunde. Bis auf schlechte Empfangsqualität. Krebs. Kampfmodus aktiviert. Du sparst nicht gerne, was? Der Ninja ist tot. Wer teilt mich jetzt ein? Er sollte mir die Gehaltserhöhung geben. Au! Du siehst nicht gut aus. Oh Mann, bin ich dran? Ich leg dich auf Eis. Das sollte dich bremsen. Name und die Mobilnummer bitte. Verdammt, Mysterion. Hast du geübt oder sowas? Hier kommt Tupperdose. Noch einer erledigt. Sorge. Führe Gefechtsprotokolle aus. Sehr schön. Chance beträgt 90,6%. Ich bin dran, ich bin dran! Okay, Tweak, dann bring es mal zu Ende. Nee, er bringt... Damit bringt das noch nicht mal zu Ende? Meine Güte. Die Gegner werden doch immer stärker. Scheiße, bin ich dran? Warum tut keiner was? Du bist nicht dran. Darf ich dir ein gratis Wechsel anbieten, Kunde? Ja. Es ist soweit. Das Schicksal will, dass ich dich zerfetze. Tupperdose hält alles frisch. Aggressor neutralisiert. Tolles Teamwork, Super Pearls. Dort, wo Sitze an Ketten baumeln, teils Wüste, teils Dschungel, Ort zum Taumeln. Was soll das sein? Oh, Krebsliebhaber. Erledigt. Ach, Cartman, ich weiß es doch schon längst. Das ist diesmal nicht so vieldeutig, wie man es zu glauben scheint. Wie das erste war. Startbereit! Wow, jetzt stinkt mein ganzes Outfit. Dankeschön!
Bitte schön, immer wieder gern. Recht kühl hier oben. Ich brauche ein Outfit mit langen Ärmeln. Es geht immer noch nicht. Ich sehe unser Haus von hier. Ah, einen Moment. Ach, jetzt raff ich's. Nette Zeit. Oh, jetzt habe ich alles gerochen. Weit oben! Da hätte ich auch früher drauf kommen können. Naja. Dann mal los! Ha! Okay, geschafft! Bereit? Wow, wow! Teils Wüste. In Wüsten gibt's immer Sand. An welchem Ort gibt es Sand und Sitze Baumen an Ketten? Ja, ich bewege meinen Arsch ja schon zum Spielplatz. Viertklässler, komm, spiel mit uns Großen! Nee, nee, lass mal. Kein Interesse. Moment, jetzt muss ich gerade einmal schauen. Was wollte ich eigentlich gerade nochmal schauen? Charakterbogen. Genau. Sammle Kostüme, benutze 12 unterschiedliche Toiletten. Okay, sehr viel Kunst habe ich in letzter Zeit nicht mehr gefunden. Penner muss ich noch besiegen. Member Berries. South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Er schickt mich aber auch immer quer durch die Stadt. Ach, nicht schon wieder. Fight or we don't get paid. Ja, euer Problem, wenn ihr nicht bezahlt werdet. Dauja, kommt da hinunter! Wie hast du mein Rätsel gelöst? Du bist so schlau, da werde ich richtig neidisch. Gut, siehst du die Frau da? Red mit ihr. Er hat gesagt, wenn ich nicht tue, was er verlangt, stellt er schreckliche Dinge mit meiner Veranda an. Mach ein Selfie mit ihr. Mach schon. Es tut mir leid. Er hätte auf meine Veranda gekackt. Was sollte ich denn tun? Wir haben eben die Veranda gereinigt. Ich muss... Das sollte reichen. Tut mir leid. Jetzt habe ich, was ich brauche. Mach's gut. Wer bist du? Keine Ahnung, okay. Ich hab ihn geortet. Alle seine Nachrichten kamen aus dem Gemeindezentrum. Ihr habt sie gehört, Freedom Pearls. Los zum Gemeindezentrum! Alles klar, zum Gemeindezentrum. Aber erst, nachdem ich die hier besiegt habe. Wow! Zurück, Passanten! Das Chaos wird das alles erledigen! So ein Wetter habt ihr noch nie erlebt! Bleib cool! Super Klimasteuerung! Los,
auf Heim zu Mama, du Schwachmat! Mikroaggression! Schlag ihn! Uff! Aha! Entropie! Au! Zeig keine Schwäche! Ich hab mit dem Meth-Labor, das ihr abgefackelt habt, meine Familie ernährt! Hier kommt dein Tod! Keine Gnade! Gott, ich brauche einen Kaffee! Ziel erfasst! Super Tornado aktiv! Oh. Als ob dein Leben nicht schon längst außer Kontrolle wäre. Los, Wunderarsch! Das war noch nie so stark wie jetzt. Zack, 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 jo. Ein Sturm zieht auf. Blitz und Donner. Alles aufwachen, Leute. Ja! Knie nieder vor Chaos oder verwirke dein Leben. Fuck, jetzt gib schon auf. Wer braucht Crystal, wenn es das Chaos gibt? Hey, willst du mich arbeitslos machen? Scheiß Heilung. Los geht's. Angriff aus dem Hinterhalt. Ja, das schaffen wir, Leute. Super Mac Upgrade bereit. Super Tornado! Nicht mal ein Kratzer, ein echtes Qualitätsprodukt. Oh nee, das war. Fuck, das war falsch. Light ist ein Freund von Chaos! Was soll's? Kleine Erfrischung! Chill mal kurz, okay? Ja, etwas kalt. Oh! Ein trauriges, aber logisches Ende für alle Feinde der Freedom Pals. So. Bist du jetzt auch hinüber? Geschieht dir recht, du Arsch! Jawohl. Diene der Allgemeinheit, beschütze die Unschuldigen, wahre das Gesetz. Warum die sich hier mit den Pennern zusammengetan haben? Keine Ahnung. Auf zum Gemeindezentrum. My Ninja Sense Tingling. Kann ich jetzt wieder die Schnellreisepunkte verwenden? Müsste ich ja eigentlich. Jo, geht wieder. Kann ich von behilflich sein? Läuft gut, Wunderarsch. Wir sehen uns. So, das machen wir dann aber in der nächsten Folge.